Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Letzte Folge haben wir ja neue Leute kennengelernt. Ich will sie noch nicht Freunde nennen. Sieht so aus, als ob das großer Bruder kleiner Bruder ist. Also ich gehe mal stark von aus. Oh, verdammte Scheiße. Die falsche Deckung, Mist. Ey Leute, Bist du Leute! das? Da! Was ist es? Was ist es? Komm runter! Der kommt wirklich. Oh fuck, da oben ist aber noch einer, der schießt. Leute, ihr müsst, Leute! Leute! Ey, kriegst du mal ein bisschen Feuerschutz? Meine Güte! Genau so. Was? Eine Flasche? Aber hey, hat gewirkt. Alles gut. Den Schuss habe ich gerne kassiert. Durch die Tür. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Ich habe einen Schlüssel, Mann. Und woher hast du den? Kommt alle rein. Moment. Wie alt bist du? Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so. Oh, du bist 14, hm? Beinahe. Okay. Hier wird nicht geturtelt. Pressenotiz. Es gab einen öffentlichen Prozess, nachdem ein paar Teenager aus unserer Gruppe diese Familie getötet hatten, die in unsere Stadt gekommen war. Ich war mir sicher, dass man sie bestrafen würde. Stattdessen meinte der Boss, sie hätten Vorräte für die Gruppe beschafft. Ich konnte gar nicht fassen, was ich da hörte. Und das war noch nicht alles. Er ordnete an, dass sich alle abwechseln sollten, um andere Überlebende in diesem Gebiet zu jagen und ihre Vorräte zum Camp zu bringen. Es folgte Stille. Wir wollten gerade gehen, als zwei Mitglieder der Gruppe. Als? Okay. Zwei Mitglieder der Gruppe fingen an zu schreien und gegen das neue Gesetz zu protestieren. Sie meinten, er hätte kein Recht, so etwas von uns zu verlangen. Dass dies nicht das sei, wofür wir kämpfen. Ich wagte nicht, mich zu rühren, als die einzigen, die Moral bewiesen, vor unseren Augen getötet wurden. Nächste Woche bin ich mit Jagen dran. Oh, oh, oh. Pillen. Aber davon kriegen wir trotzdem echt zu wenig. Also. Gut, hier noch irgendwas. Nope. Wir sind da. Gut. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm, sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten, bewachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Echt ganz gut. Au! Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin?
Das heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Na, bei mir, okay? Hast du das schon mal gemacht? Ja. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Nur für die Mini-Taschenlampe, Junge. Guck dir meine an. Zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Glaubst du, sie sind noch in der Stadt? Aha, geil. Vergeude doch kein Messer, Junge. Kommt alle weiter. Was knallt hier so? Nicht getroffen. Hey, was war das denn? Gut. Komme ich an dem da oben ran mit Pfeil und Bogen? Seid ihr? Ich versuch's mal, mich ein bisschen vorzuschleichen. Mist.
Ja. Sucht euch eine Deckung. Jetzt kommen einmal noch mehr. Oh Mann. Sucht die Gegend. Er muss hier irgendwo sein. Da kommt einer, Leute. Wo ist dieser Typ, verdammt? Scheiße. Dafür wird es sein! Wo kommen die alle her? Alter! Ich seh nix. Ey, hinter uns ist auch einer. Den hab ich. Oh! Keiner hat Munition bei. Schon ein bisschen affig, aber gut. Ich werde mich darüber nicht mehr aufregen. Bringt ja sowieso nichts. Echt keiner. So, wie war das mit Schleichen? Wir wollten uns durchschleichen. Den sind wir los. Halt. Hey, was? Oh nein. Oh hey, sehr gut. Erledigt. Mann. Los, kommt schon. Bleibt wachsam, wir haben es noch nicht geschafft. Okay, schau mal nach. Alles klar, Sam, los geht's. Okay, los, auf geht's. Komm schon. Mit. Schneller. Alter. Ellie, der hat dich. Scheiße, und ich? Okay, hol den hoch. Es tut mir leid. Wir hauen ab. Was? Was soll der Schwachsinn? Hey, jetzt! Was zum Teufel, Henry? Wir bleiben zusammen. Alter! Ey, Sonne, Hunde, ne? Wie kommen wir aus der Scheiße hier raus? Lässt uns hier einfach, unglaublich. Puh. Na, jeder ist sich selbst der Nächste in der Apokalypse. Es ist wirklich so, Leute. Kommt sie hier lang. Ich hab keine Nahkampfwaffe, oder? Nee.
Der hat eine... Ellie, schieß! Gib mir dein Rohr, also deine Eisenstange, dein Eisenrohr meine ich. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Ey, komm zurück. Du kleiner nichtsnutziger Nichtsnutz. Hey Mann! Nein. Wo steht er denn? Hätten wir auch sparen können. Mist. Ah, egal, ich kann mir noch herstellen. Was für Blöde haben wir, ey. Wow. 10 Pillen. Was ist da? Was soll man mit dem Wagen machen? Ah, ich verstehe. Er steht ja schon perfekt. Hier ist nichts mehr. Ja? Nee. Wollen wir damit hin? Kann nur da vorne irgendwas sein. Ich hab bestimmt irgendwas übersehen. Ich soll die nur wegschieben. Die Brücke. Oh, Kacke. Hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich gebe dir Deckung und dann rennst du. Ach. Mist. Oh Gott. Du hältst mich oben. Ellie. Keine Diskussion. Ellie. Verdammt. Ich hab dich.
Au! Puh. Henry! Aha, da sind sie ja wieder. Wir leben. Okay. Und? Was habe ich gesagt, hä? Alles klar. Es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann, hä? Henry! Hey! Er ist sauer, aber er wird uns nicht zu... Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werd ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären ertrunken. Es ist schon gut, ich bin okay. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Und ich trau dir nicht. Punkt. Also der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Naja. Wir sehen uns hier mal um. Vielleicht finden wir was. Ob wir ihn wirklich trauen können, das werden wir wohl erst nächste Folge erfahren. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.